Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen Weihnachtskooperation Christmas with Us ins Leben gerufen von der lieben Tesli. Ich schaue gerade mal, wer denn gestern dran war. Da war es die liebe Maiko und morgen ist es Rafika. Schaut gerne vorbei, ich verlinke euch alle Kanäle in der Infobox und wir wurden gebeten, ein kleines, ja, soll ich das sagen, ein kleines Video vielleicht auch mit einem weihnachtlich angehauchten Thema zu machen und da bin ich natürlich gerne dabei. In meinem Video geht es um bezahlbare Weihnachtsgeschenkideen bis 50 Euro. Meistens sind sie weit drunter, aber es sind halt auch Geschenkideen bis 50 Euro dabei. So ist, glaube ich, für jedes Budget vielleicht der ein oder andere Anreiz oder Idee. Vieles davon habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, aber ich würde sagen, ich starte mal durch. Und zwar, ich mache das jetzt mal nicht in irgendeiner besonderen Reihenfolge, sondern ich zeige euch nur Dinge, über die ich persönlich mich freuen würde, wenn ich sie geschenkt bekäme. Ich habe ein bisschen Kosmetik, aber natürlich auch andere Dinge. Die nächste Geschenkidee ist wieder quasi von meinem Lieblingskooperationspartner oder durch meinen Lieblingskooperationspartner entstanden. Und zwar einfach mal so ein Set mit ein paar wunderschönen Sheetmasken zusammenstellen. Ihr müsst nicht drei nehmen, ihr müsst nicht zwei nehmen, ihr könnt auch fünf nehmen oder nur eine. Und eine Tafelschokolade dazu binden, Nikoläuschen drauf mit einem Schleifchen zusammenbinden, wie auch immer. Und ich glaube, dass jede Frau, die gerne Masken macht, sich sehr darüber freuen wird, was gibt irgendwie für jeden Hauttyp was. Hier ist was für unreine Haut, der pure Luxus mit Kaviar und Goldflittern drin und hier der absolute Pflegekick, meine absolute Lieblingsmaske im Übrigen. Ich denke, darüber wird sich jeder freuen und genau, das ist Geschenkidee Nummer 2 und je nachdem wie hoch euer Budget ist, könnt ihr natürlich ein oder zwei nehmen. Und alternativ dazu natürlich auch von Dalton. Die haben im Übrigen im Moment eine tolle Aktion. Wenn ihr dafür 80 Euro einkauft, dann bekommt ihr einen 20 Euro Behandlungsgutschein geschenkt. Das heißt, ihr könnt dann ein Kosmetikinstitut besuchen und das damit verrechnen lassen. Oder, beziehungsweise nicht oder, und es gibt immer einen Lippenpflegestift geschenkt, den auch viele richtig, richtig toll finden. Und dann gibt es auch immer noch die Probensets, die ihr euch unbedingt mitbestellen müsst. Aber gut, genug Werbung für Dalton. Über diese Produkte würde ich mich persönlich auch total freuen. Und ich würde hier tatsächlich einfach beide einzeln einpacken, Schleifchen drum und dann noch einen Schokoladen-Nikolaus oder so einen Schokoladen-Lolli oben drauf machen und dann so verschenken. Ich finde so Päckchen-Stacks immer total schön. Hier habt ihr einmal so ein Ampullenset mit 5 verschiedenen Ampullen. Und hier ist das Enzympeeling drin. Das sind dann auch viele Anwendungen. Ich glaube 8 Stück oder so sind da drin. Also das lohnt sich auch und ich glaube, darüber wird sich auch nahezu jeder total freuen. Und ich finde tatsächlich auch, dass das die besten Ampullen sind. Ich hatte schon Ampullen von Barbour aus der Drogerie. Können hiermit nicht mithalten, ist wie es ist. Die nächste Geschenkidee ist so ein bisschen für Home. Und zwar habe ich mir in diesem Jahr oder im letzten Jahr, das weiß ich nicht mehr genau, habe ich mir diese fabelhafte Lampe gekauft. Die ist so, so hübsch. Also einmal ist sie hübsch und macht schönes Licht, ihr seht es ja, ne? Und dann, ich mache es mal wieder aus, damit es nicht fließt, und dann könnt ihr hier oben quasi so ein Wax-Melt einfüllen. Und ich würde das Päckchen so verschenken, dass ich entweder die Lampe auspacke und dann zwei so Wax-Melts oben drauf stelle und dann in Folie verpacke oder die tatsächlich so dazugeben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Wax-Melts von Kringle Candle, aber ihr könnt sie auch von Yankee Candle nehmen und an der Drogerie gibt es auch Wax-Melts. Ich habe allerdings festgestellt, dass die etwas teurer sind, ich meine, die kosten jetzt auch kein Vermögen, ne? Ich glaube 2,50 oder 3 Euro, also es geht ja auch noch völlig klar, dass die einfach hochwertiger und länger riechen. Hier ist jetzt zum Beispiel eins von Yankee Candle drauf. Sieht jetzt nicht so schön aus. In diesem Braunton. Driftwood heißt der. Und ich hatte die Lampe schon zweimal, jeweils 2 Stunden an. Und es duftet immer noch wirklich schön. Es wird natürlich leichter im Laufe der Zeit. Verfliegen die Duftstoffe so ein bisschen. Aber sehr, sehr schön. Und wie gesagt, es sieht auch noch sehr hübsch aus. Und
Ja, sieht wirklich sehr hübsch aus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt nun schon so oft gelesen, wie schädlich diese, wenn ihr lange Kerzen brennen lasst, wie schlecht das für eure Lunge ist und so weiter. Ob das alles so stimmt. Ich meine, wenn es danach geht, dürfen wir morgens nicht mehr aus dem Bett aufstehen und wahrscheinlich ist auch ins Bett gehen schon gefährlich. Genau, aber das wäre etwas, darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Definitiv unter 50 Euro. Und wie gesagt, ich verlinke euch, was ich verlinken kann, in der Infobox. Wir bleiben bei Home und bleiben tatsächlich auch beim Thema Kerzen, weil natürlich benutze ich trotzdem noch Kerzen, aber nicht mehr so viel, seitdem ich den Wax Melt, den Wax Warmer habe. Genau. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Kerze von Yankee Candle und ich habe eine Kerze von Ava & May. Die von Ava & May tatsächlich, die rußen sehr, sehr, sehr viel weniger als die von Yankee Candle. Oder auch Kringle Candle. Die sind nämlich aus Sojawachs und außerdem sehen die Gläser hübsch aus. Jetzt muss nicht jeder viel von diesen Influencer-Marken halten, aber ich muss sagen, die Kerzen, die können schon was. Wenn sie am Anfang nicht so stark riechen sollten, habe ich mal den Tipp bekommen, dass ich sie einfach auf den Kopf lagern soll, mal für einen Tag und dann riechen sie wieder stärker. Ich weiß nicht, wie es sein kann, aber tatsächlich riechen sie dadurch intensiver. Habe ich jetzt zweimal festgestellt. Und genau, das hier ist Japan, aber es gibt auch noch andere Düfte, die auch sehr, sehr schön riechen. Die habe ich zum Beispiel auch geschenkt bekommen von einer Freundin. Ja, und die Yankee Candles, die sind wahnsinnig ergiebig. Hier so ein, ich weiß gar nicht, wie sie die nennen, diese Ringe da drauf, damit der Wachs auch tatsächlich gleichmäßig schmilzt. Ganz wichtig bei diesen Kerzen ist immer den Schmelzpunkt, also die Oberfläche, die muss immer komplett angeschmolzen sein, bevor ihr sie ausmacht, weil sonst brennt sie sich in der Mitte immer weiter runter und dann brennt sie irgendwann gar nicht mehr, weil der Docht keine Luft bekommt oder wie auch immer. Also ich kann es euch nicht erklären, ich weiß nur, es ist so. Genau, und das hier ist jetzt zum Beispiel die Farbe White Linen. Und ja, ich mag auch die Kerzen total. Ja, wollte ich euch auch mal zeigen. Könnt ihr online bestellen. In vielen, ich glaube bei Douglas, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich schaue mal, wo ich was finde. Und da muss man natürlich auch nicht diese normalen Düfte nehmen, sondern man kann auch was nehmen, das total gut in die Weihnachtszeit passt. Ich hab schon Kerzen gehabt, die nach Pumpkin Spice gerochen haben oder nach Zimt. Also Dinge, die schön zu Weihnachten passen. Es muss nicht so random sein. Und was ich persönlich auch total toll finde, sind Duftzerstäuber, Weitergeber, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Und die habe ich hier tatsächlich in drei Preisklassen. Ich habe hier einmal eine wunderschöne, war auch ein Geschenk tatsächlich, eine wunderschöne Zerstäuber, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Duftding mit Stäbchen drin. Das ist jetzt von Maison Berger. Die Düfte, die sind so exklusiv, das ist der absolute Wahnsinn. Ich liebe das Teil, es steht bei mir im Badezimmer, weil es da dufttechnisch am besten reinpasst. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ich habe aber auch noch andere von Parfum Berger, Moment. Die habe ich auch noch. Ich weiß jetzt nicht, welche davon es noch gibt, also die gibt es bestimmt noch. Die hier war eine Edition aus dem letzten Jahr, glaube ich. Wunderschön und passt natürlich auch in der Kugelform total zu Weihnachten. Aber ich habe hier auch eine von Ava & May mit meinem absoluten Lieblingsduft. Oh Gott, das riecht so gut. Passt jetzt überhaupt nicht in die Jahreszeit. Caribbean heißt die. Die hat so lange geduftet. Das ist der Wahnsinn. Ja, habe ich auch Geschenke gekriegt, nicht selber gekauft. Und es ist natürlich auch keine Kooperation. Ist wie es ist. Sehr, sehr schön. Oder einfach ganz günstig aus der Drogerie für 5 Euro von Ipuro. Sehr, sehr, sehr schön. Mag ich auch total gerne. Kann ich total empfehlen. Und ja, spricht nichts dagegen. Eine weitere Idee, Geschenkidee, sind diese wunderbaren kleinen Parfümsets. Die kommen, im Prinzip kommen sie so, in so einer Pappschachtel mit 5 Düften drin. Also ihr könnt euch 5 aussuchen, ihr könnt auch einzelne nehmen. Und dann könnt ihr so einen Holzblock, wo ihr das reinstellen könnt, das gibt es in weiß und in schwarz, einfach dazu bestellen. Und erstens sieht es so verschenkt natürlich total toll aus. Andererseits könnt ihr es natürlich auch so verpacken, weil das größenmäßig super hinkommt. Und dann einfach so ein rechteckiges Päckchen packen. Ich finde die Düfte so schön und sie sind auch alle in Gebrauch, wie ihr seht. Das sind die 5, die mir besonders gut gefallen. Die Nummer 57, 52, 44, 27 und 32.
Ich habe die kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Ich bekomme keine Provision dafür, dass ich es toll finde. Ich habe sie euch vor ein paar Wochen, Monaten mal in einem Haul-Video gezeigt. Und ja, ich kann die sehr empfehlen. Das ist jetzt natürlich kein Parfüm, das 24 Stunden riecht, wenn ihr es auf die Kleidung sprüht. Allerdings schon. So, Freunde, jetzt sehe ich schon ein bisschen anders aus und es ist auch etliche Stunden später. Ich war gerade mit Freunden essen, die Batterie ist ausgegangen. Und ja, ich habe für die Kamera keinen Ersatzakku. Der ist kaputt. Nun gut, das werde ich ändern, ne, fürs nächste Mal. Ich weiß nicht mehr, wo ich war, deswegen greife ich einfach mal dazwischen. Und zwar, wartet, habe ich hier ein paar Alternativen. Und zwar, was ich auch immer total nett finde, zu verschenken. Das mögt ihr gut oder doof finden, ich weiß es nicht. Es ist jetzt so meine persönliche Präferenz. Ich würde mich total darüber freuen, wenn mir jemand zum Beispiel so ein Set schenken würde mit Mütze. Also das hatte ich jetzt gefunden und fand das super hübsch. Mütze, Schal und Handschuhen. Das sieht auch alles sehr hübsch aus und ist sehr hochwertig. Ist jetzt natürlich sehr schlicht, was ich auch ultra cool finde. Die werde ich tatsächlich auch selber verschenken, weil ich sie so schön finde. Diese geile Mütze, die ist doch wohl der Knaller. Sie ist innen total weich und flauschig. Der Bommel ist der absolute Knaller und ich finde die ultra cool. Sicherlich nichts für jeden Tag, aber ich finde die super. Allerdings schenke ich die keiner Frau, sage ich gleich dazu, aber ich finde die sehr, sehr geil. Und was ich mir gekauft habe, die finde ich nämlich auch mega, ist diese Slouch-Mütze. Die ist auch von innen gefüttert, das sind die tatsächlich alle. Ich verlinke sie euch auch alle in der Infobox. Die ist von Fur Talk. Und was ich super cool finde, ist, man kann hier den Bommel abmachen. Ist natürlich also Kunst, ist kein echtes Fell. Und man kann tatsächlich diese Bommels in verschiedenen Farben dazu kaufen. Und gerade wenn man dann so eine schwarze Mütze hat, was ich ja präferiere, ne? Meine Lieblingsfarbe ist ja schwarz und ich finde die super cool mit dem Bommel hier hinten. Mag ich mega gerne, sage ich wie es ist. Genau, und ja, sowas fände ich auch super cool. Und ihr wisst ja, ich bin auf einer, oh Gott, die Haare, ich bin auf einer Spar-Journey. Ne? Also ich bin dabei, meine Finanzen in den Griff zu bekommen, nicht mehr so viel zu shoppen. Und wenn ihr jemanden kennt, der auch gerne plant, warum nicht mal so ein Set zusammenstellen aus so einem tollen Planer. Hier sind auch diese Hüllen drin, diese Ziploc-Hüllen, wo ihr Geld reinpacken könnt. Hier so ein schönes Notizbuch. Also das ist jetzt, habe ich einfach mal aus meinem Bestand genommen, aber könnt ihr ja jeden nehmen. Nur ein paar Rollen Washi-Tape, die kriegt ihr auch günstig bei Action. Und ich persönlich habe jetzt hier noch so Umschläge gemacht, die ich dazu packen würde, auch in rosa. Damit alles zusammenpasst, werde ich tatsächlich demnächst auch in einem meiner Budgeting-Videos verlosen, weil ich das echt eine total schöne Idee finde. Das fände ich noch eine tolle Sache. Oder, was ich auch mega cool finde, ist dieses Buch. Der geile Scheiß vom Glücklichsein. Oh mein Gott, ich habe das geschenkt bekommen von meinem Kooperationspartner Dalton zum Geburtstag und habe dann direkt mal gegoogelt, weil, also erstens, dieses Buch ist wahnsinnig hochwertig gemacht, es sieht sehr, sehr, sehr hübsch aus, aber natürlich ist das Aussehen eines Buches nicht so wichtig wie der Inhalt und das ist so schön gemacht, hier sind Übungen drin, wie man sich das Leben schöner machen kann und nicht jeder Sturm macht alles kaputt. Manchmal zieht er auf, um Klarheit zu schaffen. Bist du bereit für den Beginn deiner Glücksgeschichte? Dieses Buch ist so, so, so schön. Und es ist nicht so schakalaka, tralala, wie es diese ganzen merkwürdigen Leute, die sich jetzt mit einmal als Lebensgurus bezeichnen, die aus weiß ich für welchen Qualifikationen mit einmal glauben, dass sie irgendwelche Wie mache ich mein Leben besser Workshops geben können für viel Geld, dann investiere ich doch lieber ein paar Euro in dieses wunderbare Buch. Das würde ich tatsächlich auch nicht mehr hergeben. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, das hieß Du bist genug. Das habe ich tatsächlich auch schon an eine Freundin weitergegeben und ich habe das Buch auch schon einmal weiter verschenkt. Also nicht meins, sondern ein neues Buch geschenkt an eine Freundin. Finde ich auch ganz, ganz, ganz toll. Und dieses hier ist wirklich absolut fantastisch. Ich verlinke euch das in der Infobox.
Die Rezensionen zu dem Buch sind genauso, wie es sich beim Lesen für mich anfühlte. Das ist jetzt, finde ich, nicht unbedingt ein Buch, das man von jetzt auf gleich in eins durchliest wie einen Roman, sondern immer mal wieder reinblättert und denkt, ja, ja, richtig, richtig geil. Und ich glaube, das war es jetzt auch. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Schaut unbedingt auch bei den anderen Mädels rein, die bei dieser Weihnachtskooperation mitmachen. Die würden sich wahrscheinlich total freuen, genau wie ich mich darüber freue, wenn ihr über meine Kollegin zu meinem Video gekommen seid. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da, genauso bei meinen Kolleginnen. Und ja, in der Infobox findet ihr die Playlist und die Kanäle der Mädels, die mitmachen. Und ja. Ja, und es wurde uns allen freigestellt, wir möchten auch eine kleine Verlosung zu machen. Ich habe mich entschieden, dass ich einmal diese wahnsinnig tolle Premium Face Care Collagen Pro Caviar and Gold Luxury Anti-Aging Mask zu verlosen und dazu passend auch von Dalton ein Lippenpflegestift. Der ist auch sehr, sehr, sehr gut. Die Verpackung ist auch der Shit. Ich habe den tatsächlich auch da, habe ihn auch schon an eine Freundin verschenkt und wirklich, wirklich schön. Es ist ein kleines Set. Und ich meine, wer kann nicht ein bisschen Pflege gebrauchen im Winter? Und kleiner Tipp für die Masken, nachdem ihr sie verwendet habt, einfach wieder zusammenfalten, in die Verpackung drücken, weil in diesen Verpackungen sind 20 Milliliter Serum. Im Verhältnis dazu sind in einer Ampulle 2 Milliliter. Also ihr seht, hier ist richtig viel drin. Das heißt, wenn ihr sie benutzt habt, schön vorsichtig wieder zusammenfalten, reinlegen, nochmal ordentlich durchkneten, ein, zwei Tage später nochmal verwenden. So habt ihr doppelt so lange davon. Genau, ja. Das gibt's zu gewinnen und die Bedingungen dafür packe ich euch in die Videobeschreibung unten unter dem Video. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ja, genießt die Vorweihnachtszeit. Ich drück euch. Bis dann. Tschüss.